Okay. Dann heute Mehrspieler ES Online. Netzwerkverbindung wird getestet. Heute spielen wir mal gegen jemanden anders. Nicht nur die normale Mission da, sondern hier ES Spielebrowser. Ich würde gleich sagen, wir legen. Ich tu gleich Spiel hosten, oder? Wir machen gleich los. Alter. Vor 4 Sekunden oder 5 Sekunden habe ich diesen scheiß Greenscreen eingestellt. Jetzt ist er wieder da. Ich will doch nur, dass der Greenscreen passt. So. Ah. Ups, jetzt habe ich auf Abbrechen gedrückt. Das regt mich nämlich auf, langsam. Der ärgert dich. Der ärgert mich heute wirklich, mein Greenscreen. Das macht er extra. Ja. Du lässt dich aber auch ärgern. So, Vorherrschaft, unbegrenzt, yep, okay. Wie immer halt. So, die Frage ist jetzt, machen wir 2 gegen 2, oder? 2 gegen 2? Okay, dann tue ich Zufallscharakter, du bist dabei, zack, zack. Team 1, Team 2, Team 2, du bist wieder rot, möchtest du weiterhin rot bleiben? Nein. Oh, ich möchte aber rot sein. So, ich greife jetzt den Gegner an. Hä, jetzt bist ja du. So. Ich werde heute mal was anderes probieren. Nicht wie die, wo ich die letzten paar Mal gemacht habe, mit erst 10 Leute, sondern 5-5-5 und dann 5-5-5 wieder aufstocken auf 10-10-10. Klingt das logisch gerade? Ich hoffe, wir sind jetzt auch nebeneinander. Ja, in Amazonien hast du die Freundschaftlichen immer nebeneinander, ansonsten wäre, glaube ich, wäre es auch nicht schlimm. Würde man. Dieser Kartentyp kommt deinem Spiel wohl entgegen. Aber dasselbe gilt für mich. Ja, damit kann ich leben. Also, ich mag den Kartentyp einfach, weil du nicht von Anfang an gleich genervt wirst. Es ist eigentlich wirklich, kannst du nur sagen, genervt wirst. Bereit, finde ich schön. Bereit. So, du gehst gleich mal Holz. Du gehst gleich mal Nahrung holen und ihr zwei, sobald ihr das gesammelt habt, geht sofort auf den Baum. Wir stellen 3 Leute her. Erstmal meine Taktik wie immer eigentlich. Rohstoffe sammeln und aufbauen und ja. Klingt immer, finde ich immer so eine gute Taktik. Erstmal die Versorgung garantieren. Verstanden. Ich laufe gleich mal rum. Krokos, den kriegen wir hin. Da haben wir den Platz. Einer muss jetzt gleich mal ein Haus bauen. Den bauen wir jetzt einfach mal dahin. Hallo, Holzfäller. So. Aufgabe. So, ein Scharfschützenschuss bitte. Peng. Das andere Kroko machst du so kaputt. Ja, Holzfäller. Holzfäller. So. Dann haben wir. Ja, erstmal so. Bereit. Bevölkerung nachproduzieren. Ich habe hier jetzt. Okay. Ja, verstanden. So. Gleich holen den Schatz. Sofort Aufgabe. Auf Nahrung. Ich geh erstmal Holz. Holz, Holz, Holz. Ja. Richtig. Verstanden. Ja. Verstanden. Richtig. Ja. Verstanden. Ja. Verstanden. Richtig. Okay, hier ist. Ja. Richtig. Ein Dorf von Eingeborenen. Okay, wir brauchen wieder Nahrung. Jetzt haben wir hier. Bereit. Aufgabe. 2. Ja. Holzfäller. Haben wir hier jetzt 2, 2, 5. Okay. Stell ich nochmal. Bitte, 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 bitte. Noch gleich einen her. Der geht dann gleich mal auf Nahrung. Hier ist schon der nächste Schatz. Verstanden. Ja. Kurz war. Wo sind denn hier die Schatzwächter? Ach, der. Nur einer? Dann warte ich, bis mein. Nee, 2. Warte ich kurz, bis mein Scharfschützenschuss aufgeladen ist. Ja. Jägerin. Wunderbar. Wir schicken uns erstmal Nahrung zu. Bei der aufgeladen ist, schießen wir gleich mal drauf. So. Ja. Hallo? Da haben wir jetzt 5, genau. 5 auf Holz. Schaut gut aus. Hallo? Hallo? Jäger. Genau. Mal da 3. Aufgabe? Der ist aufgeladen. Ja. Ein Schuss drauf, bitte. Damit kann man die Schatzwächter gut gleich weg schnetzeln. Ich glaube, den kannst du eh nur für die Schatzwächter verwenden. So, Nahrung ist angekommen. Bereit. Dann geh du mal daher und sammel das mal.
Ich brauche noch drei dann, weil das bin mein Bauarbeiter. Ich brauche noch drei. René ist so still. Ich glaube, der konzentriert sich. Ist immer noch... Hau den halt endlich mal um, Junge. Der hat doch nichts mehr. Du hast aber auch nicht mehr so viel. Na komm, einmal noch. Geht doch. Hol dir den Schatz, Junge. Bereit. Verstanden. So. Jäger. So, jetzt brauchen wir nochmal zwei. Aufgabe. Vorsicht vor der Nahrung in der neuen Welt. Aufgabe. Vor allem ja. Vor bitteren verstanden. Beeren. Ja, verstanden. Ja, richtig. Süleyman wieder. Verstanden. Wenn wir jetzt seine Weisheiten um die Ohren hauen. Ja, richtig. Ja, verstanden. Richtig. So, kommt mal da bitte richtig. Ein bisschen weiter. Ja, richtig. Verstanden. Ich glaube, das ist aber nichts mehr. Ja. Okay. Bereit. Ja, Jäger. Bereit. Ja. Hier mal 10. Okay. Aufgabe. Zimmermann. Machen wir gleich mal noch zwei Häuser hin. Bereit, ja. Okay. Lauf einfach mal daher. Verstanden. So. Hallo, Jäger. Ja. Und jetzt auch 5. Okay, 5. Schaut gut aus. Wird gemacht. Mach ich mal. Ja. Ah, das sind ja. Nur Krokos. Aber das ist nur so ein Speer. Der bringt mir eigentlich nichts, oder? Ach, egal. Komm, den holen wir uns. Angriff. Aufgabe. Geh mal daher. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Leute, dann haben wir 10 Leute. Aufgabe. Oh, ich glaube, meiner ist gleich tot. Verstanden. Muss ich mal langsamer machen. Hol dir mal den Speer mit dazu. Dann kannst du mal zurück zur Base gehen und der Speer soll einfach mal wegen rumflitzen. Richtig. Jetzt haben wir den Speer. Kregi. Das ist ein bisschen, ja, der ist ein bisschen schneller. Der ist etwas schneller. Ich glaube, der hat auch ein bisschen mehr Sichtweite. So. Hallo? Du baust mal bitte, eine Farm. Zimmermann. Das sollen die restlichen dann auch rein. Bereit. Könnt ihr auch schon auf die Farm gehen. Und wir können wieder dann 5 Leute nochmal extra herstellen schon. Nö, läuft gerade echt gut. Ich komme gut voran mit der 5-5er Taktik, glaube ich, ist fast anfangs ein bisschen besser. Einfach mal daher laufen. Ja, schaut gut aus. Ihr 5 daher. Ich Aufgabe. Bau gleich mal den Handelsposten hin. So, 8 Leute arbeiten da jetzt. 2 sind noch unterwegs. Ja. Das ist ganz gut. Bereit. Hallo? Das brauche ich nicht. Das brauche ich eigentlich alles gerade nicht. Zimmermann. Aber die Häuser werde ich dann brauchen. Also baue gleich mal 3 Häuser. Wir haben gerade das Holz da. Den Hafen brauche ich auch noch nicht. Aufgabe wird gemacht. Back dich bitte nicht da drin fest, danke. So, einer noch. Nahrung. Oder nein, stopp. Brecht es ab, wir machen das. Und zwar, Team, Achtung, Nahrungsspeicher. Dorfbewohner sammeln Nahrung von Mühlen schneller. Hast gehört? Das heißt, du bekommst schneller das Zeug. René? Hä? Also ich weiß nicht, ich hab mich auch gerade sehr selbstgesprächig gefühlt. 1, 2, 3, 4, 5. Und 5 Stück für Holz. Ja, verstanden, richtig. Dann läufst du vielleicht gleich mal hier rüber und schnappst dir den noch, den Punkt. Bereit, richtig, ja. Nein, nicht neigen. Mein Speer ist da oben bei dir angekommen. Kratahua. Kegis, ja. So. Aufgabe geht du mal darüber.
Bereit. Ab zum Holz. Ja. Soll ich schon mal einen Wall bauen? Ja. Okay, dann baue ich schon mal einen Wall. Dann baue ich den Wall. Hier. Hier. Ich lasse mir aber immer, ich für einen Wall oder sowas lasse ich mir immer schön viel Platz. Ich weiß, es ist vielleicht nicht so prickelnd, wenn ich mir zu viel Platz lasse. Ob ich da nichts hinbauen kann? Ach, weil ich vielleicht noch nicht erkundet habe dort. Tschüss. So. Mal Holz zu schicken. Bei Nahrung haben wir jetzt ja keine so größeren Probleme. Aufgabe. Holzfäller. Holz zwar auch nicht wirklich, aber wir lassen uns das trotzdem mal zuschicken. Aufgabe. Wobei, unser Holz ist weg. Zack, da war es wieder weg. Das ist nicht mal schlecht, wenn wir uns Holz zugeschickt haben, glaube ich. So, hier, dann würde ich hier ein Tor. Der baut ja gerade schön fleißig rum, drunter herum. Dann würde ich hier einen Turm, da wegen außen und da vielleicht einen Turm. Ja, 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 okay. Bereit. So, du gehst auch noch auf Holz. Und jetzt hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Okay. 10 Leute dann mal auf Ding. Also ich habe jetzt einen Wall um mich herum gebaut. Weil ich ganz egoistisch bin nämlich. Weil ich es vergessen habe, mit um dich herumzubauen, aber das ist, glaube ich, nicht schlimm. Oder? Wall kostet ja nicht so viel. Hallo, Zimmermann. Wir Zimmermann. Wieso kannst du, wieso baust du das nicht? Zimmermann. Oh, was war? Ja. Zimmermann. Nee, meiner. Ach so. Na, nochmal um mich herum? Nochmal so weit? Oh! Nochmal so weit? Ich hab jetzt halt nicht in der Dings. Ja, das ist doch egal. Zimmermann. Der will das Teil hier nicht bauen. Warte mal, muss ich vielleicht mal das zerstören. Zimmermann. Bau. Das wollte er jetzt. Mach hier noch ein Tor rein. Dann setze ich da aber auch noch einen Schluck ran. An deins, da um Richtung, ein bisschen näher ranzukommen, dass wir außer die Handelsroute keinen richtigen, Zugang haben. So. Hier hat er fertig. Was mache ich jetzt mit dem Speer? Hups, ist er gestorben. Ist der Speer einfach gerade gestorben? Ja. Gold. Wobei, dich. Dann wächst mein Goldvorrat eh besser. So, da setze ich jetzt einen Turm rein. Verstanden. Du musst schon innen reinlaufen, um das zu bauen. Glaub's mir. Ist mein Siedler gerade so doof? Ja, wird gemacht. Ich glaube, mein Siedler ist gerade echt blöd. So. Ja, ja. Und du bitte hier einen Handelsposten. Aufgericht, ja. Jetzt hat. Du bist immer noch im ersten Zeitalter. Richtig. Dem mageren Ochsen bleibt das Messer erspart. Richtig. Zimmermann. Ey, Süleyman, ja, ich weiß, ich stecke noch im ersten Zeitalter, aber das wird sich gleich ändern, sobald ich meine 10 Leute fest habe. Sobald ich meine 10 Leute habe. Ja. Hat der auch gerade zu dir gesagt, du steckst noch im ersten Zeitalter fest? Nö, ich bin schon im zweiten. Du bist schon im zweiten? Ne, ich bin noch im ersten. Aber das ist nicht schlimm. Aber das ist, nö, überhaupt nicht schlimm. Zimmermann. So, da noch ein Turm.
Jetzt habe ich da noch 10 Mann. Danach werde ich nochmal 10 Mann herstellen. Für Nahrung, für die zweite Mühle. Nahrung. Jetzt habe ich... Aufgabe. Aufgabe. Dich habe ich geholt. Da ist noch eins, das hole ich mir schnell. Noch. Hallo? Soll ich bei dir im Turm mit hinsetzen? Machen. Also ich setze jetzt mal da mal einen Turm hin. Zwei brauche ich auf jeden Fall für später drüben noch. Ja, zwei Stück brauche ich noch für später drüben. Das heißt, ich kann hier nur 5 Türme hinsetzen. 3 habe ich schon, das heißt, 2 kann ich noch produzieren. Da würde ich dann eher... Ich... Bei dir drüben... Was hast du da gebaut? Musste ich machen. Musstest du machen. Da drüben noch ein paar Türme, vielleicht noch 2 oder sowas, setze ich dann bei dir noch mit hin. Den Rest kannst du ja dann aufbauen. Oft, ab und zu würde ich mir echt wünschen, man wäre näher aneinander dran. Ein bisschen. Aber dann müsst... Wobei, wir könnten ja mal einmal starten. Ohne, setze ich da noch einen Turm hin und hier. Tue ich mal auf meiner Seite, also halt hier vorne noch 2 Türme mit hin. Ja. Verstanden. Dann kriegen wir das. So, ich gehe jetzt ins nächste Zeitalter. Und stell gleich mal wieder 5 Leute her. 2, 4, 5. Genau, 5 Leute gleich mal wieder. Aufgabe. Als erstes. Damit ich nochmal auf Nahrung gehen kann. So, nächster Turm fertig. Und hier stelle ich noch einen Turm her. Ja. Ja. So. Siehst du, wo meine Türme sind? Wo ich die 2 habe? Aufgabe. Richtig. Auf der Front da vorne. Richtig. Ja. Richtig. Müsstest du mit deinen Türmen, glaube ich, auch deine die andere Front noch gut abdecken können. Admiral? Ja. Ja. Wobei, René, wie viel... du kannst... Richtig, verstanden. Ich habe eine Idee, wenn wir unsere Häfen nebeneinander setzen. Ich habe jetzt noch keinen gebaut. Ich auch noch nicht. Aber wenn wir unsere Häfen... Kannst du mal da vorne irgendwo ein Tor reinsetzen hier? Vielleicht, warte, ich ping mal kurz. Weil dann würde ich irgendwo da... auch meine Ausgangsmarke setzen. Oh, die kommen schon hier rüber. Warte mal, ich setze meine Ausgangsmarke mal mit zu deiner hin. Dass du da irgendwo mal... Wunderbar, danke. Wo ist denn der jetzt? Hallo? Jetzt. Ja, Holzfäller. Aufgabe. Ja. Dann setze ich meinen Hafen damit hin. Kannst du da dann auch deinen Hafen mit hinsetzen und vielleicht gleich ein paar Türme mit daneben? Damit der Hafen nicht kaputt geht. Weil ich habe nur noch die 2 Türme dann übrig jetzt. Ja. So, die 2 Ulanen gehen nochmal dahin. Hallo? Die können dabei sammeln. Wer ist denn jetzt noch alles arbeitslos? Holzfäller. Okay. Hafen. Ah, du hast schon auf Postkutsche? Ja. Wunderbar. Und dann noch 2 Türme links und rechts. Dann müsste es gut verteidigt sein. Ich kann leider keine mehr. Wenn du Holz oder sowas brauchst, ich kann dir ein bisschen schicken. Nö, Holz hab ich genug. Okay. Baue ich hier noch meine Front zu. Gut. Hallo? Wie viel stehen denn da jetzt rum? Bereit. 11 Siedler? Wieso habe ich hier 11 Siedler stehen? Richtig. Ach so. Gemacht. Verstanden. Bereit. Wird gemacht. 7. Richtig. Bereit. Nochmal 3. Weil das Gold weg ist. Ah ne. Ja. Das sind schon 3, also muss ich 7 runterschicken. Händler. So. Bereit. Ihr seid 4. Mit euch 4 bitte noch eine Mühle. Hallo? Zimmermann. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Nochmal 5. Dann haben wir 20 bei Nahrung. Schick mir mal bitte die 600 Holz. Ja.
verteidige ich die Seite hier nicht. Verstanden. Bereit. 5, okay. Gut. Ja. Ah, da oben. Ich hätte den Turm vielleicht außerhalb von der Mauer fast platziert. Wäre ein bisschen besser gewesen, aber ist nicht schlimm. Du baust mal bitte noch ein paar Häuser her. Zimmermann. 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 Gut. Da sind wieder zwei Ulanen. Auftrag. Ja. Bereit. Auftrag. Ja. Verstanden. Geht mal daher. Hallo? Zimmermann. 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 Achso. Habe ich hier schon mal ein paar Häuser. Das nächste Zeitalter könnte ich gehen, will ich aber noch nicht. Will ich noch nicht? Ja. Bringt ihr mir Dings mit? Red Bull oder so? Bereit. Oder das billige Dings da von den Sechserpack. Wird gewährt. So. Zimmermann. Hier nochmal drei Häuser. 600er Holz sind da, okay. Okay. Die mal einen Schluck weiter raussetzen. Bereit, wird gemacht. Verstanden, wird gemacht. Bitte das Gold einmal. Ja, ja, wird gemacht. Hier habe ich jetzt halt nochmal 10 Leute auf der Farm. Ja, 10. Okay. Auf Hallo? Brauche ich noch? Wie viele Häuser kann ich noch platzieren? Noch 5. Ja, dann machen wir die 5 noch schnell. Zimmermann. Zimmermann. 5 Häuser noch. Und du stellst nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leute her. Bereit. Ich weiß, da kann ich vielleicht nicht so viele Truppen her platzieren, weil dann irgendwann mein Bevölkerungslimit erreicht ist. Aber die Truppen kommen so schnell nachgerutscht, dass er gar keine Chance mehr hat, hinterherzukommen. Verstanden. Weil die Rohstoffversorgung so gegeben ist. So. Dann habe ich halt hier 20, 40, 60 Leute nur am... Ja. Ja, wird gemacht. Richtig. Holz. Ja, verstanden. Ja. Wir gehen nach denen hier rein, ins nächste Zeitalter. Hallo? Ja. Aber momentan greift er noch nicht an, das finde ich sehr schön. Doch. Wo denn? Ja, oben die... Wir haben schon 4 Schiffe oder 5 Schiffe verloren. Ja. Das sind ja nur Fischerboote. Der ist noch nicht mit Truppen, meine ich, auf unserer Insel gelandet. Das meine ich. Dadurch ist es noch sehr ruhig eigentlich bei uns. Letztes Mal war er ja schon ziemlich fix hier. Holzfäller. So. Ich versuche mal diesmal eine richtig krasse Rohstoffversorgung hinzubekommen. Ja. Schauen, ob es so gut klappt, wie ich es mir gerade vorstelle. Hallo. Okay, ihr 10 geht mal raus zum nächsten Gold. So, das stellen wir auch gleich alles her und danach hier. Aufgabe, Holzfäller. Genau. Ich werde die einfach mal dahin laufen lassen.